Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars Knights of the Old Republic. Was muss ich schon zwei Medikits benutzen, Alter? Dass ich wieder Hochheilkeit krieg. Gott, mein Levelaufstieg. So, zack. Können wir natürlich auch erstmal wieder machen. Hier ist aber noch ein Wookiee-Wachposten. Gehen wir mal hier hin. Du darfst die Schatten alle nicht betreten, nur schon da kann ich den Zugang gewähren. Rede mit Shunda im Dorf. Rokoror. Er entscheidet, ob du würdig bist. Was, wenn ich trotzdem reingehe? Ja, sehr gut. Okay, darf ich nicht. Da müssen wir anscheinend in die andere Richtung. Ist das schon mal geklärt? Ein für alle Mal. Die Gehe finde ich auch geil. Einerseits, andererseits, die Viecher nerven mich hier so ein bisschen. Das kann ein Jedi. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich auch einen Cheat gibt, mit dem man sich direkt die ganze Karte freischalten kann. Also, dass man so gesehen direkt alles aufgedeckt hat. So, zack. Das ist sowas von laut. Ich glaube, ich muss das nachher mal leiser stellen. Also bei mir ist es nämlich gerade extrem laut, dieses Geräusch. Oder das Geräusch eben. Okay, warum kämpft gerade keiner? Weil gerade alle verfehlen. Die Viecher sind zwar nervend, können aber trotzdem. Ich bin dein Untergang! Boah, das ist laut. Warte, ich muss das mal kurz umstellen hier. Das nervt mich nämlich gerade. Sound. Also, weil das so ist, das gar nicht, ne? Ich weiß echt nicht, warum das so laut ist. Okay, noch lauter, noch leiser geht's nicht. Oder zählt es als Sprachlautstelle? Fähigkeit unterstellen. Das wird dein Ende sein. Ja, das wird auf jeden Fall das Ende von den Viechern hier sein. Daran habe ich auch gar keinen Zweifel. So, juhu. Speichern wir erstmal ab, weil hier ist nämlich eine Versorgungsstation. Die Versorgungs-ID der Chair Corporation verwenden, um auf die Vorräte zuzugreifen. Zugangswerte bewahren sie ausgewählten Stationen während der Anlagerung geschlossen. Objekte verloren. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was sie verloren haben. Ist offline. Okay, was haben wir hier Schönes? Jede Menge Zeug auf jeden Fall. Hier haben wir natürlich alles mit. Ich weiß echt nicht, wofür ablegen ist. Gibt es vielleicht doch eine begrenzte Slotszahl, dass ich da eine bestimmte Kiste noch wieder was reintun muss? Oh, dunkle Jedis. Dunkle Seite der Macht. Lord Malak war sehr wütend, als er von deiner Flucht von Taris hörte. Er hat ein beträchtliches Kopfgeld auf deinen hübschen Kopf ausgesetzt. Ja. Blockiert. Ha! Oh, ich finde alle einfach gestunt. Ich kann nichts machen. Ja, wie lange denn noch? Ist irgendwo eine Zeit? Also, der erste Char ist fast tot und ich kann nichts machen. Jetzt geht's wieder. Gefallen, ja. Fuck, wie ich es mir gedacht habe. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir irgendwas anders machen müssen. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder gestunt, das ist doch kacke. Und wir beide halten es ja relativ gut aus, die Gegner hier. Dass die jetzt so nicht stark für uns sind. Halt nur stark für. Wie rum es nochmal hieß, die eine da. Okay, jetzt hält er gerade gar nichts aus. Okay, es ist gut. Perfekto. Zweiter kommt hoffentlich gleich hinterher. Der hat aber ein pinkes Lichtschwert. Ich will jetzt Mace Windu Schwert. Ich frage mich sowieso, warum Mace Windu eigentlich so ein schwules Schwert hat. Das wäre, glaube ich, extrem selten sein, das pinke. Trotzdem finde ich, irgendwie passt das nicht. Mace Windu Schwert ist für mich einfach nur schwul. Ich weiß auch nicht warum. Und frag mich das auch bitte nicht in den Kommentaren, warum ich Mace Windu Schwert schwul finde. Ist einfach so.
Okay, Punkt. Verfehlt, verfehlt. Jetzt wäre schon 17. Okay, 17 geht noch. Okay, wieder jede Menge Überreste. Kristallgelb. Zwillingslaserschwert. Was haben wir bei ihm hier noch? Kristalldamit. Echani-Laserschwert und nochmal ein Laser. Also jede Menge Schwerter auf jeden Fall. Nehmen wir das wie war alles jetzt mal mit. Und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Da hinten müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich hin. Sag jetzt nicht, da komme ich auch nicht durch. Hier ist auch wieder so ein Wookie-Wachposten. Vielleicht kann der uns aber irgendwelche Berechtigungen gewähren. Bleib, wo du bist, Fremdling. Das reicht schon da. So, ja, der Königsführer. Das ist ein Schiff, wo Akkor betreten darfst. Du hast unsere Welt bereits durch das, was das Schiff besudelt. Mein Schiff, was soll das bedeuten? Schon da hat uns ausgesandt. Wir haben ihn. Der Name war so Matt-Clan, der einst Salvar hieß. Wer hat euch Zugang gewährt? Ihr hattet kein Recht dazu. Schweig. Ein Freund McClaw ist schon bei den Chunda. Komm jetzt. Okay. Wir dürfen also doch rein. Tritt vor und rede mit dem mächtigen und weisen Chunda. Ich empfehle nur selten Fremdlinge. Wie du siehst, habe ich Salva von einem Schiff geholt. Keine Sorge, Janos war selbst bereit. Er wurde nicht zerstört, noch nicht. Wovon redet ihr? Woher kennt ihr mich? Dachtest du wirklich, du kannst dich umwecken, essen, Kaschiks herumtreiben? Ich habe dich beobachten lassen. Janos hat es gestattet, ihr müsst eng mit ihm zusammenarbeiten. Du hilfst den Sklavenhändlern. Du bist nicht besser als sie. Salva, mein Bruder, du warst lange in Exil. Sprich nicht mit diesem Ton mit mir, die Dinge haben sich geändert. Du bist entbehrt und verrückt. Du hast keinen Einfluss auf das Volk. Ich dagegen bin der König. Okay. Wenn ihr mit den Sklaven eine Abmachung getroffen habt, wird die Wahrheit früher oder später ans Tageslicht kommen. Rede nur, niemand wird dir glauben. Ich hatte genug Zeit, dem Volk seinen Glauben einzureihen. Sie vertrauen mir schon da. Trotz des Wahnsinns meines Bruders und der Versklavung meines Vaters schütze ich mein Volk. Was fasest du da? Vater wurde versklavt. Du warst damals das Schwein. Ich bin kein Schwein. Wie ich schon sagte, es hat sich viel verändert. Wir reden später darüber. Ich habe es aber nicht getötet, weil dein Bruder ist. Wollte mich mit ihm einigen. Du bist unwichtig. Ich kann dich vielleicht mit der einfachen Aufgabe vertrauen. Salva muss natürlich bleiben. Was ist denn das für eine Aufgabe? Sehr einfach. Es gibt nur einen Wookie, das Salva Schicksal teilt. Auch er ist verrückt und in Exil. Er versteckt sich in den Schattenlanden. Außerdem belästigt er meine bei der Expedition. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Er stellt sich gegen euch. Vielleicht ist er nur der erste von vielen. Niemand folgt einem Verrückten. Er ist nur ein Ärgernis und er lauert in den Schattenlanden. Das Volk weiß nichts von ihm. Ich würde das nicht tun. Ich gehe jetzt und ihr könnt eure Drecksarbeit selbst erledigen. Naja. Zurück zu den anderen Fragen. Nimm die Aufgabe an oder kehrt zu einem Schiff zurück. Ist mir egal. Der Verrückte steht gegen euch. Mehr werden seinem Beispiel folgen. Niemand folgt einem Verrückten. Das hatten wir schon. Jetzt werde ich nicht tun, ihr könnt eure Drecksarbeit selbst machen. Ihr habt keine Wahl, du kannst natürlich von Kaschik fliehen, aber ich werde jetzt Salva behalten. Ihr bleibt hier, bis der Verrückte tot ist. Die Scherger würden nicht zulassen, dass ich dich hier festhalte, aber was beim Muckis mache, ist mir egal. Salva als gefangen zu halten, macht den Vorschlag noch inakzeptabler. Wer hat es behauptet, dass es leicht sein würde? Abgesehen davon wirst du ihn nicht brauchen. Der Volk versteht deine Sprache. Ich sage ihnen, dass es gut ist, den Feind zu verstehen. Sie denken, dadurch können sie den Stärker besser bekämpfen, aber in Wahrheit können sie nur besser gehorchen. Du kannst mich nicht besiegen, niemand folgt einem Fremdling oder einem Verbannten. Du irrst dich, Bruder, du irrst dich. Von wem sprecht ihr denn, Saba? Redest du von unserem Vater früher? Warum? Es war nicht der, der dich verwandte, nachdem du mich angegriffen hattest. Gideon verfiel in den Wahnsinn, als er die Sklavenhändler entdeckte. Er hat sie angegriffen allein, seitdem ist er verschwunden. Das ist Jahre her, vergiss ihn, Salva. Jetzt regiere ich. Ich sorge gut für die Wookies, aber wir müssen Opfer bringen. Das macht Sinn, Salva. Vielleicht solltet ihr doch auf ihn hören. Achte nicht darauf, Salva. Ist es nicht wert. Schweig, Fremdling. Du hast deine Befehle. Kann ich nicht festhalten, aber Salva bleibt hier, bis der Verrückte in den Schattenland tot ist. Dann haben wir wahrscheinlich keine andere Wahl. Aber wir sollten mit großer Vorsicht handeln. Wir werden dich jetzt vorbeilassen. Verlasse das Dorf im Nordwesten und folge der Plattform nach Süden und dann nach Osten. Irgendwann stoßt du auf okay, letztlich zum Wohnwagen hinunter. Geh jetzt. Wir sollen bestimmt wieder dorthin, wo wir vorher waren. Wo wir vorhin ja nicht rein durften.
Richtig. Was sind wir denn jetzt hier? Scheint woanders jetzt aber. Ich vermute einfach mal, hier waren wir vorher noch nicht, oder? Ach nee, jetzt sind wir glaube ich direkt hier, ne? Das Dorf. Irgendwas. Irgendwie sehe ich gerade nicht durch, wo wir genau sind. Wookie, Wookie. Warum ist die eigentlich wieder fast tot? Euer Wunsch? Heilen. Selbst die Verbesserten heilen die schon nicht hoch. Ja? Okay. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Zur großen Promenade, da kamen wir her. Ach, warte mal, jetzt sind wir glaube ich hier, ne? Da waren wir noch nicht. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo wir hin sollen. Sagt ihr uns vielleicht irgendwas? Ich rede nicht mit dir, Fremdling, du bist unwürdig. Schon lässt zu viele von euch hierher. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich bin wohl unwichtig. Hier ist auch noch eine Kiste. Komm, nehmen wir mal die Kiste mit. Wenn die mich jetzt dafür nicht umbringen. Die Kiste sieht auch geil aus. Oh, Lebenserhaltungskit. Hört sich interessant an. Okay, gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Was ist hier so drin? Da waren wir hier schon. Ach so. Nur ein kleiner Raum. Das bist du, Fremdling. Du bist hier nicht willkommen, egal was man sagt. Ich würde dich ein paar Fragen über Kashyyyk stellen. Ich habe nichts zu sagen. Geh und finde heraus, was du kannst. Okay, ich wollte dir fragen, ob ihr auch gesehen habt. Sie verstehen uns. Nur wenige Fremdlinge kennen unsere Sprache. Werde ich mit ihnen reden. Okay, dann hau ich eben ab. Oh, warte mal, da stand noch was. Du bist schon das Erlaubnis hier. Du bist ein Fremdling, dein Volk hat mehr Schaden angerichtet, als du jeder wieder gut machen kannst. Verdirbst du uns, wächst uns in den dunklen Seiten, verdienst keinen Respekt. Okay, dann passiert dir anscheinend doch nichts. Dann können wir anscheinend direkt die Kiste klauen und abhauen. Okay, es hat sich gereimt, obwohl ich das nicht mal wollte. Jede Menge Zeugs. Dann können wir, glaube ich, hier raus. Aber ich denke mal, so hier wird nichts mehr sein. So. Was haben wir hier noch so? Waren wir da schon? Ja. Hütte der Gesetze. Moment mal. Habt ihr nicht gerade eine andere Karte gehabt? Oder bin ich jetzt irgendwie total bekloppt? Hütte des Häuptlings? Wurwitzhütte, Hütte der Gesetze. Warte mal, ich gehe mal nach da hinten hin. Weil hier waren wir doch noch nicht, oder? Weil ich sehe jetzt irgendwie gerade gar nicht durch. Gehen wir zur Gesetzeshütte. Vielleicht ist ja hier auch was drin. Was für... Da komme ich jetzt noch nicht vorbei, ernsthaft? Die Viecher sind so weich und flauschig und da komme ich nicht vorbei. Komisch. Gut, dann gehen wir da erstmal rein. Hallo Fremdling, ich hörte von deiner Ankunft. Ich hoffe, du willst uns keine Schwierigkeiten machen. Wir wollen kein Blut vergießen. Könnte ich euch ein paar Fragen stellen? Tut mir leid, auch noch. Mich belasten diese schweren Zeiten sehr. Ich will einfach nicht mit dir reden. Sei, du kannst mir sagen, wo der junge Rohr ist. Viel Besuch von euren Sklaven? Ich gehöre nicht zu den Sklavenhändlern. Das kann ich nicht beurteilen. Verzeih mir, dass ich den Worten keinen Glauben schenke. Wann ist Rohr verschwunden? Bestimmt seit 10 Tagen. Oder länger. Ich wollte zur Jagd, aber niemand weiß, wann er aufgebrochen ist. Er ist überfällig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Seltsam. Warum findet ihr das denn seltsam? Ich glaube nicht, dass er versklavt wurde. Wir haben einen Raumhafen, keine Sklaventransporter gesehen. Wenn es nicht die Sklaventreiber waren, ist er wohl den Schattenland zum Opfer gefallen. Ich würde ihn suchen, aber ich weiß nicht, wo. 3 Tage als und im Wald Jagd sind vorbei. Ich könnte nach ihm suchen. Was könntest du? Noch nie hat ein Fremdling Hilfe angeboten. Ich spreche mein Urteil, wenn ich das Ergebnis sehe. Gibt es eine Belohnung, wenn ich ihn finde? Das wird sich zeigen. Die Wookies schätzen die Ehre und Ehrlichkeit. Darum fehlt es dem Fremdling manchmal. Nun, dann gehen wir mal. Möge Bakka dich behüten. Okay. Weil jetzt mal klaue ich noch kurz deine Vorräte. Ja, ich bin auch nicht besser als dieser Typ da aus dem auf dem Schiff. Den wir immer noch nicht verstanden haben. Ja. Scheint hier aber auch jetzt nicht so zu sein, was uns interessiert. Und hier geht's ja auch nicht lang. Kann ich hier einfach irgendwie runterspringen oder so? Man kann ja die Kamera nicht nach unten machen. Man kann ja nur mit dieser Sicht spielen. Also wenn ich hier die Maus nach oben und unten bewege, geht, passiert ja gar nichts. Ich kann nur links und rechts drehen. Das solltet ihr hoffentlich bisher schon gemerkt haben, dass das nicht anders geht. Falls irgendjemand sagt, stell doch mal höher, es geht nicht höher. Ich kann das nur so machen. Das Spiel ist ziemlich alt.
Da gab's das alles noch nicht, was wir heutzutage kennen. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Map. Da können wir eigentlich nur dahin müssen, ne? Also ist ja hier nichts. Ich weiß immer noch nicht, was die roten Dinge eigentlich bedeuten. Oh, das hier scheint etwas auf dem Herzen zu haben. Was denn? Ich wollte mit mir reden. Ja, ich wollte mit euch über eure Mission sprechen. Darüber, was vor uns liegt. Es scheint Schicksal zu sein oder die Macht, die uns zu einem weiteren Aufeinandertreffen mit dem dunklen Lord führt. Ihr müsst vorbereitet sein, wenn wir uns Malak stellen. Die Konfrontation wird schwierig für euch werden. Ich weiß noch, welche Probleme ich hatte, als ich Revan das erste Mal gegenüberstand. Das war, dass ihr auf Revan getötet habt? Es stimmte, dass ich aufgrund der Kampfmeditation zu den Jedi gehörte, die Revans Schiff belagerten. Aber wir haben ihn nicht getötet. Ich habe das anders gehört. Unsere Aufgabe bestand darin, Revan gefangen zu nehmen. Es war Malak, der sich plötzlich gegen seinen eigenen Meister wandte und Revans Schiff unter Feuer nahm, als wir noch an Bord waren. Er wollte sowohl uns als auch seinen Meister ausschalten. Glücklicherweise konnten wir fliehen, kurz bevor das Schiff explodierte. Malak hat den Auftrag also für euch erledigt. Wie ich schon sagte, wollten wir Revan lebend. Jedi sehen keinen Sinn darin, ihre Gefangenen umzubringen. Niemand verdient eine Hinrichtung, was auch immer er verbrochen hat. Vergesst nicht, dass Revan und Malak einmal große Jedi waren. Helden im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die Gefahr der dunklen Seite für uns alle. Ich möchte lieber nicht mehr darüber reden. Die Erinnerungen sind schmerzhaft. Lasst uns zu unserer Mission zurückkehren. Yep, neuer Tagebucheintrag, bestimmt wieder irgendwas zu ihr. Von daher muss ich kurz wieder den Weg finden. Ich hasse, dass das manchmal gedreht wird. Hier war noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich gerne mit. Aber hier waren wir doch noch nicht, oder doch? Also hier waren wir auf jeden Fall und jetzt hätte ich die Kisten noch mitgenommen. Ich bin nicht doof und lasse die Kisten da stehen. Ach, hier waren wir, glaube ich, ne? Oh, ja. Hier waren wir auch nicht. Zur großen Promenade müssen wir da hin. Gut, woanders lang geht's ja nicht. Wir müssen eigentlich da hin. Leute, müsst ihr mir wirklich jedes Mal im Weg stehen? Gehen wir erstmal hier wieder raus. So, wieder gespeichert. Ja. Ach, hier sind wir wieder. Versorgungsstation, genau. So. Ich gehe aber ganz kurz dahin, dass wir die Karte da auch noch aufdecken. Dass wir erstmal alles haben. Vor diesem Gebiet hier. Genau. Dann gehen wir jetzt mal, würde ich sagen, zu diesem Dorf da. Weil so müssten wir jetzt ja eigentlich durchkommen, ne? Eigentlich müssten wir da jetzt ja reinkommen, wenn ich jetzt hier mal kurz meine Quest nochmal schaue. Bastila, ich weiß immer noch nicht, was heißt denn das Pinke eigentlich? Ist es das, was ich gerade mache? Das Veto wird es ja heißen Story Quest, aber hier scheint es ja nicht die Story Quest zu sein. Oh, schon wieder neue Gegner. Ich will dich ja nicht kennen. Aber ich muss. Ihr könnt nicht gewinnen. Komm schon. Zack, weg mit euch. So, dass ich euch nicht nochmal besiegen muss. Safe. Hä? Oh, der ist wieder Charakter, der im Weg stand. Wurde da noch nicht angezeigt, aber der stand da. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt hier rein können. Eigentlich geht's nicht anders. Wir müssen jetzt eigentlich hier lang. Woanders komme ich ja nicht hin. Schon, da sagt, du darfst in die Schattenlande gehen. Lass dich im Aufskopf herunter. Von den obersten Ästen zum Kopf geklettert. Dort musst du gehen, Fremdling. Der Weg wird sehr selten benutzt. Der Kampf bereit. Du weißt nicht, was dich erwartet. Okay. Schwer zwei Wege. Ich gehe erstmal da lang. Das habe ich eigentlich schon fast gesagt, dass wir jetzt hier hin müssen. Das habe ich nämlich vorhin auch gesucht, aber ich habe es halt nicht direkt gesehen. Weil die Karte plötzlich so anders aussah. Jetzt wissen wir, das wird. Oh.
bei dir. Okay, was haben wir denn hier noch sonst noch so? Da ist schon wieder irgendwas aufgedecktes, wo ich jetzt auch wieder nicht weiß, was es ist. Oder ist das Gebiet hier neben? Hier kann es sogar Sinn machen. Oh, was ist denn das hier? Hier ist... Showall und ein Wookie und ein paar Wookies. Komm, wir helfen ihnen gleich mal. Ob wir die Wookies nicht treffen? Das kann ein Jedi. Was willst du, Fremdling? Ich glaube dir nicht, uns zur Jagd zu folgen. Joe dient nicht deiner Belustigung. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Wookie. Ich gehe, wo ich nicht will. Nee, könnte ich euch ein paar Fragen stellen? Wozu mein Volk ist so lange, uns zu töten oder einzusperren? Ich werde weder als Trophäe noch ein Sklave enden. Geh, hier ist kein Platz für dich. Ich arbeite für Chunda. Chunda, bah, was kümmert er mich? Zu ihm tut, wird er nichts zu uns tun. Bleib, was ihr damit gemeint habt. Nicht dir, du bist ein Fremdling. Du willst unsere Schwächen erforschen. Ich werde dir nichts sagen. Nur ein paar Fragen. Ich meine es gut mit euch. Nein, will er nicht. Fick dich. Habe ich nicht gesagt. Nee, ich habe nichts gesagt. Also, ich war gerade ganz ruhig. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, um nichts Neues mehr zu verpassen. Dafür kannst du einfach jetzt in die Mitte klicken. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.